Liebe Patrioten, liebe Freiheitskämpfer und liebe Hambacher im Herzen, hier spricht Myriam, die Stimme von Kandel. Heute befinde ich mich wieder an meinem Lieblingsort, dem Hambacher Schloss, unserer Wiege der deutschen Demokratie. Hier lebt mein Herz und meine Seele. Bereits vor vielen, vielen Jahren mussten unsere Vorfahren hier schwer für unsere heutigen Freiheiten kämpfen und haben teilweise mit ihrem Leben dafür bezahlt. Leider sind unsere Freiheiten zunehmend in Gefahr. Unsere Meinungsfreiheit wird eingeschränkt durch irgendwelche ungeheuerlichen Gesetze, die ständig neu erfunden werden, sowie auch das Netzwerkdurchdringungsgesetz. Es wurde einfach verabschiedet im Bundestag, obwohl 8 von 10 Staatsrechtlern gesagt haben oder Gutachter, das sei so nicht in Ordnung, es sei rechtswidrig. Trotzdem wurde es umgesetzt, um uns unsere Meinungsfreiheit zu nehmen, die uns zusteht nach unserem Grundgesetz. Sie ist auch Menschenrecht und keiner hat das Recht, kein Politiker, kein Lobbyist, kein sonstiger Akteur, uns unsere Freiheit zu nehmen. Es gibt keine Herrschaft über uns. Wir, das Volk, ist das Souverän und wir entscheiden, wie wir leben wollen und wie wir unsere Meinung äußern. Natürlich hat die Meinungsfreiheit ihre Grenzen. Die befinden sich im Strafrecht, was völlig legitim ist. Aber es gibt keine Veranlassung, uns unsere Meinungsfreiheit zu nehmen. Wir sind rechtlich ein Rechtsstaat und wir müssen unsere Rechte wieder verteidigen. Ja, auch der Wind scheint wohl diesen Widerstandskampf aufgenommen zu haben. Und wir geben nicht auf. Wir Freiheitskämpfer geben nicht auf. Wir werden weiter kämpfen, auf die Straße gehen, Gesicht zeigen, unsere Stimme erheben. Und möge der Wind noch so heftig werden. Wir sind an einem ganz kritischen Punkt angelangt. Wenn wir jetzt nicht aufstehen, haben wir verloren für immer. Dann dürfen wir irgendwann nicht mehr auf die Straße gehen und können unsere Meinung sagen. Heute habe ich eine Sommermahnwache gehalten in Kandel. Ja, ich bekam viel Zustimmung, aber ich bekam auch Ablehnung. Es ist völlig legitim, wenn andere nicht meine Meinung teilen, wenn sie meine Meinung verachten. Dafür würde ich sogar kämpfen. Aber was ich heute erleben musste, war wirklich eine Schande für Deutschland. Ich bin beschimpft worden. Ich bin beschimpft worden, weil ich meine Meinung vertreten habe. Ich bin beschimpft worden und beinahe wahrscheinlich körperlich angegriffen worden, wenn ich noch ein Patriot hinzugekommen wäre, weil ich mich auf Gesetz und Recht berufe. Ja, wir sind ein Rechtsstaat und wir haben ein Recht auf Recht und Gesetz. Wir sind kein Moralstaat und es gibt keine Moral außerhalb des Rechts. Ich kann auch diese ganzen Begriffe nicht mehr hören. Humanitäre Katastrophe, wir müssen helfen. Unsere Gesetze sind nicht inhuman und sie sind auch nicht rechtswidrig. Sie decken alles ab. Es gibt keinen Grund, sie auszuhebeln. Und wir können nicht die halbe Welt retten und dabei unsere Kinder opfern. Wie viele Mädchen sollen noch sterben? Wie viele Frauen sollen noch vergewaltigt werden? Durch eine importierte Kriminalität und brachiale Gewalt. Und die ist nicht mehr wegzuleugnen. Das ist de facto so. Wir haben ein Recht auf Schutz und Sicherheit, auf Freiheit und Frieden. Unsere Freiheit gehört es eben auch, in einem Rechtsstaat zu leben, der an seine eigenen Bürger denkt. Wir sind hier der Souverän. Es ist unser Haus Deutschland und wir bestimmen, wen wir reinlassen und wen nicht. Und es ist ungeheuerlich, dass im Bundestag Parteien vertreten sind, die sich weigern, Recht und Gesetz umzusetzen, die sich weigern, Grenzkontrolle und Grenzschutz umzusetzen. Es ist ungeheuerlich. Wo leben wir eigentlich? Deswegen steht alle auf, gründet euch in Organisationen, geht friedlich auf die Straße und zeigt Gesicht für die Freiheit. Wir haben nicht mehr allzu lange Zeit. Hier an diesem magischen Ort, kommt hierher, spürt diese Freiheiten, spürt den Freiheitskampf. Hier ist die Seele unseres Volkes. Hier ist die Seele unserer Vorfahren, die sterben mussten. Wenn ich hier bin, denke ich auch ganz besonders jedes Mal an alte Eltern, Mütter und Geschwister,
die ihre Familienangehörige verloren haben durch eine brachiale Gewalt, die hier illegal reingelassen worden ist. Wie können diese Mütter nur weiterleben? Ihre Töchter sind brutalst umgebracht worden, misshandelt worden. Einige Kinder haben überlebt. Wir sind doch hier im Frieden, wir leben doch nicht in einem Krieg. Wieso müssen wir dann so etwas erleben? Es gehört zur Freiheit, ein Rechtsstaat weiterhin aufrecht zu erhalten. Es gibt keinen Grund, ihn abzuschaffen und alles aufs Spiel zu setzen. Und glaubt nicht den Medien. Sie sind schon lange keine Aufklärer mehr. Sie vertreten schon lange keine freie Presse mehr. Sie haben die Gesellschaft tief gespalten, indem sie andere Meinungen stigmatisieren und verachten. Sie haben sie zu billigen Erfüllungsgehilfen gemacht, der angeblichen Herrscher in Deutschland, die aber gar keine Herrscher sind. Denn wir das Volk, sind das Souverän und wir haben das Sagen. Ich danke euch, liebe Freunde. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und verbreitet, verkündet diese Botschaft überall im Lande. Wir stehen an einem ganz kritischen Punkt und ich möchte wieder glücklich sein in meiner Heimat. Ich möchte auch glücklich mit anderen Ländern zusammenleben. Nicht in Feindschaft, nicht in irgendwelchen illegalen Kriegen verbunden sein. Das will ich auch nicht. Deswegen steht auf und setzt ein Zeichen für Freiheit, Frieden, Schutz und Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit. Ich danke euch.